Und hier sind wir wieder, direkt da, wo wir aufgehört haben, und machen direkt mit dem Leveln weiter. Müssen nur noch Prim leveln, ob man es auch hier leveln kann. Das werden wir direkt mal testen. Obwohl, wir brauchen nachher wieder einen Zauber-E-Gegner. Gehen wir direkt mal runter. So. Dann kommen hier runter. Boy, boy. Gegner. Zaubern können. So. Okay. Wollen wir mal weitermachen? Kann erst ein bisschen bis zu leveln, festgestellt haben. Und, oh, mit zwei Mana haben gerade mal nicht mal ein halbes Level voll. Ja, dann hat das echt fies zu leveln. Die braucht sehr viel Mana-Punkte. Ist wirklich am nervigsten. Bitte, Dame, hier ist Level. Er ist teuerster Geist. Level auf jeden Fall im Moment. Ja, das dauert halt ein bisschen. War nicht wirklich. Ja, das verlängert natürlich alles noch ein bisschen. So, egal. Weiter geht's. Attack, 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 Attack. Okay, und weiter geht's. Falsch. Weiter mal. Bye bye. So, komm. So. Level up. Glaub's nicht, ich hab's geschafft. So. Okay, dann gehen wir direkt mal auf den nächsten. Blöd zu leveln ist, weil er ein bisschen mehr Punkte braucht. So. Und hatte ich das Master ist auf 3-0 schon. Ja, haben wir es kriegen. In der Folge einen Abschluss finden, das Ganze. Hoffe ich doch. Oder? Naja, Abschluss finden. Go 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 go. Thank you.
Ah, ich glaube, ich weiß schon, was ich da mache. Was Leveln erträglich macht. Irgendwo nur gelevelt wird, wird es ganz klar dick und fett so ein Banner eingeblendet. In Folgen, wo es nicht der Fall ist, da wird eine Markierung da sein, wo dann steht, hier, da könnt ihr recht schnell dahin springen, wo es interessant wird. Dann in dieser Zeit, was interessant ist, das andere ist nur Leveln. Nein, der Zauberlevel, Level-Passagen. Hab ich anders im Kopf gehabt. Aber man kann sich ja auch irren. Weil ich habe es einmal angefangen, jetzt werde ich mich abbrechen. So, wieder volle Mana-Punkte. Komm schon! Schon! Oh je, oh je, oh je, oh je. Komm schon, komm schon. Ja, so, sehr schön. Versuche ich es auch voll. Passt. Jetzt machen wir als nächstes das Elektra-Zeug. So, von hier aus sehr schön machen. Ach ja, das schöne Leveln hier. Aber wenn man merkt, wir kommen gegen Ende zu, was das Zaubern angeht, da die Level ja doch jetzt recht lange brauchen, bis man es gelevelt hat. Noch Samen? Walnüsse? Jawohl. Wollen wir eben schon neun rausgehauen? Wenn ja, sollte das auf jeden Fall ausreichen, um Elektra voll zu machen. Glaube schon. Erst neun waren gerade eben. Thank you.
Ach ja. So, Level up, scheinbar. Oder? Jawohl, Lecker erreicht Level 7, passt. So, dann machen wir direkt den nächsten. Mal schauen, was wir noch machen. Roster ist auf 33, also Vesuvio, Lunatic und Laterna ist voll, Elektra auch, also nur noch Rocky und Froster. Machen wir jetzt Rocky. Weil er noch ein bisschen mehr Punkte verbraucht. Ah, das haben wir dann auch bald. Ach ja. Ich glaube, ich werde das dann auch eine etwas kürzere Folge daraus machen, die wird, wenn wir vorher fertig werden sollten. Weil, damit einfach die Folge überspringen kann, wo wir es nur gelevelt haben. Ja, ist glaube ich das Beste, was man machen kann. Weil so interessant ist das jetzt nun wirklich nicht. Mana-Punkte sind leer. Haben wir noch einen Walnuss? Nein. Also zurück. Walnuss kaufen und gehen. Schlafen gehen. Haben wir es auch hinter uns? Alles auf Level 7. Ja, was Maximum 8 war. Man müsste ja eigentlich bei 8 Samen sind 8 Kräfte. Dann sind das 100 Casts, bis man auf Maximum Level ist, aber das geht schon. Weil es sich lohnt. Ihr werdet sehen, dass es sich lohnt. Ich verspreche nicht zu viel. Das werdet ihr schon bei ein paar Bosskämpfen sehen, weil ich erst wirklich ganz am Ende wann sage, so jetzt leveln wir mal. So. Oder wir wollen bleiben. Jaha. So. Vorletzte Mal. Schlafen gehen. Hätte ich natürlich auch nochmal hier pennen. Oder an den Schicksalsberg hochgehen und dann nochmal von Luna, den Assistenten, befragen, wo jetzt Luna steckt. Hoffentlich ist er diesmal da. Das muss natürlich jetzt passieren. Magiesog, okay. Moment, kein Magiesog. Er ist nicht so gut. Ach ja, Pum ist bewusstlos, sehr gut. Wirklich, aber naja. Bring ein Level. Ach, und schon wieder bewusstlos.
Da. Aber unterbrochen. Ach ja. Das wird schon. Dann nochmal vom Poster. So. Und den ersten Mana-Rahmen aufbringen. Ja, Level Up, so, nur noch was da. Okay, reicht habe ich lieben, juhu. Nerven, durchzaubern. Oh, wir haben's bald, wir haben's bald! Hören wir doch nicht kürzer, aber es wird eine Folge, die man überspringen kann. Weil man absolut nichts verpasst hat. Habe ich es ein bisschen unterschätzt, dass den Levelaufwand. So, haben wir damit alles auf Max-Level? Das checken wir gerade mal. Und wenn ja, dann ende ich das hier auch. 777777. Okay, und bei Prim auch? Bei Poi-Poi? Wenn ich noch vertan habe und dann noch irgendeiner nicht auf Max-Level ist. 777777. Ja, alles klar, alles auf 7. Sehr schön. So, dann speichere ich jetzt nochmal auf nochmal ein. Und haben wir es doch schon hinter uns. Dann können wir wieder nach Destiny auf den Questberg gehen. Juhu.
Eins. Zwei. Ah ne, wir haben nur einen verbraucht. Sehr schön. So. Gehen wir nochmal schnell schlafen. Und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt eine Runde schlafen. Schlaf. Ja, während wir hier schlafen, sage ich, kommentiert, abonniert oder bewertet doch mal die Let's Plays. Natürlich weiß ich, die Level-Dinger, das müssen wir mir gar nicht sagen, sind sehr langweilig. Von dem her braucht ihr gar nicht schreiben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.